Leute, wieder sorry für den Baulärm, aber hier wird dem gebaut. Ich glaube, ihr kennt den kleinen, den Meriva, den wir schon ein paar Mal hier hatten, Steuerkette etc. pp. Jetzt steht TÜV an, im September, wir haben September, einmal einer der pünktlich zum TÜV geht. Und ich sollte mal drüber gucken, soweit ist alles in Ordnung, nur ich habe leider wieder ein Ölleck gefunden. Wir haben schon ein paar Öllecks beseitigt, Ventildeckedichtung war knüppelhart. Ölwanddichtung musste sowieso neu wegen Steuergehäuse. Wenn ihr mal guckt, die ganze rechte Seite hier ist nass. Und das kommt von oben. Jetzt könnte man sagen Zylinderkopf, aber ich glaube es nicht. Dafür läuft er so gut, zu gut. Und es kommt so links aus der Ecke, seht ihr das? Also ich würde sagen 1000%ig Ölfiltergehäuse. Das ist das lange Ding, was da angeflanscht ist. Wenn ihr das seht, dieses silberne lange Ding oben mit der schwarzen Decke. Ölfiltergehäuse ist am Lecken. Ist natürlich sehr viel Öl, was hier mittlerweile dran hängt. Ne? Könnte man jetzt sauber wischen, aber ich weiß nicht, was der TÜV dazu dann sagt. Ich weiß nicht, wann er zum TÜV fährt und dann fährt er wieder eine Weile und naja, ist ja kein Akt, das zu beseitigen, also die Dichtung zu wetzeln. Ist ja nichts Wildes. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die Dichtung nur bei Opel bekommt. Ist leider bei Opel bei vielen Dichtungen so, dass man die im Zubehör nicht bekommt, so spezielle Dichtungen. Ich denke mal, die muss auch bei Opel bestellen. Zum Glück gibt ein Opel-Händler direkt um Ecke. Dann würde ich das morgen direkt machen nach Arbeit, weil der ist direkt neben der Arbeit, die Dichtung bestellen. Ja, und dann wäre es das zumindest mit einem Ölleck. Bremse und so sieht gut aus, wenn ich nochmal guckt. Eine weitere Macke, die wir beseitigen sollen, oder die ich beseitigen soll, ist ein kleiner Parkrempler beim Einparken. Aber wir lassen den mal gleich runter, oder lassen den jetzt runter, dann zeige ich euch das mal. Nichts Wildes, aber nach Scheinwerferhalterung gebrochen zu sein, müssen wir mal gucken, wie wir das fitzen, ohne Spackschrauben reinzujagen, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Schauen wir mal. Nehmen wir das Malheur irgendwie gebumst, der Scheinwerfer ist, wie man sehen kann, hier locker, kann man hier rausnehmen und hier auch angeknackt. Wir gucken die Halterung. Stoßstange hängt auch daneben. Die ganze Halterung ist hier nach hinten gebogen. Hier sieht man es, nach hinten gebogen und zerfetzt. Da heißt, wir werden die Stoßstange auf der Seite mal komplett lösen. Fällt man aber komplett ab. Mal gucken. Da fällt man aber komplett ab. Geht ja bei dem relativ schnell. Stoßstange ab, Scheinwerfer raus, kleben, gucken. Scheinwerfer rein. Wobei wir den raus haben, können wir auch schon mal, wenn er draußen ist, polieren. Den polieren. Man sieht, der ist so ein bisschen, ja, blass. Wie die Scheinwerfer poliert werden, habe ich im Siegevideo gezeigt. Es gibt Sets ohne Ende mit Anleitung. Das funktioniert alles relativ gut. Weil ich bei Sigi sagen muss, ich habe ja das Set von... Von wem habe ich das? Von Sona? Guck mal, ich das Set von Sona gehabt. Steht das denn? Wo habe ich das schon auseinandergepackt? Ne, von Presto. Hier, von Presto habe ich das Set. Jetzt nach einem Jahr, es ist genau ein Jahr her, werden die Scheinwerfer wieder stumpf. Das heißt, ich muss nochmal rangehen. Ich will mal von McQuires das Zeug mal testen. Ob das vielleicht besser ist, das Repair Kit. Und das werden wir an Sigi dann nochmal testen. Da gibt es ein extra Video dazu, weil es ein neues Produkt ist. Aber hier muss ich nicht zeigen, wie ich die Scheinwerfer poliere. Stoßstange ab. Ja, ist jetzt nicht wirklich so wild. Wir haben hier oben Schraube. Schraube. Da von der Seite. Hier oben die Schraube, die rausgerissen ist. Sonst hat der ja keine, da oben die rausgerissen ist und unten müsstet ihr noch Schrauben haben. Nehme Scheinwerferstecker ab, vielleicht noch Temperatursensor, Außentemperatursensorstecker ab, wenn der in der Stoßstange hängt. Bei manchen ist das so. Und dann habt ihr schon ab. Wenn ihr 10ern habt, was selten ist beim Meriva, müsst ihr noch den Schlauch abmachen für die Wischwaschdüsen. So, stell ich mal auf Stativ. Da gibt es Musik, ein Schnelldurchlauf, extra nur für euch. Ich weiß nicht, was Stativ ist, da hat es versteckt. Jo.
Stecker habe ich vergessen. Den hier. Das ist nicht der für die Nebelscheinwerfer. Wir müssen nicht einen Nebelscheinwerferstecker abstecken, wie ich gemacht habe, sondern der hier. Das ist Übergangsstecker in den Stoßstangen. Naja. Hab ich vergessen. Heute wieder. Egal. So, das sieht noch okay aus. Der Scheinwerfer. Ja, die Halterung ist hier. Dann schrauben wir mal raus und kleben das als erstes. Der Scheinwerfer raus, das ist auch nicht so kompliziert. So, bleib mal hin. Schraube um. So, Schraube links. Und Schraube eigentlich unten an, dass der Halter ja abgebrochen. So. Und ja, Sitz. Haben wir noch den Stecker. Genau, dann müssen wir das rote einfach nur nach oben ziehen, was hier ist. Einfach nur. Mein Gott. So, da ist er ja. Hier. Dieses Ding hier. Nur hochziehen, auch nicht rausziehen, aber nur hochziehen. Dafür haben wir hier so ein Schlitz, damit man auch hochziehen kann. Ganz einfach. So, hier ist der Halter. Der hängt da sehr unmotiviert unten dran. Schauen wir auch noch ab. Und kleben den dann an. Da kümmern wir uns mal um die Stoßstange. Ist ein bisschen tricky, weil der ist hier aufgerissen. Da war die Halterung drin. Ihr seht vielleicht hier noch, wie er bewegt. Also in den Scheinwerfer rein. Müssen wir gleich gucken, ob wir das so hinkriegen. Mit diesem Pulver hat er nicht zu viel in den Scheinwerfer einfach reinläuft. Das ist ja nicht auch doof. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal mit dem Primer vorarbeiten. Weil ob es dieses Kunststoff ist. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ding da antütteln. Reingestellt. So gehört der Halter. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ob wir das angeklebt kriegen. Ich mache erstmal hier ein bisschen Pulver drauf. Das Blöde ist natürlich, wenn du da dran kommst, dann verrückst du das so ein bisschen. Ja, perfekt muss es ja jetzt nicht. Hier rieseln wir mal ein bisschen Pulver rein. Hier unten so drauf. Da so drauf. Komm, guck mal was. Hier so hoch. So. Versuchen wir mal, dass das schon mal klebt. Mit der Jeber, der Kleber. So. Ein bisschen Pulver drauf. So. Brauchen wir Platz. Ich stelle mal was aus. Es klebt schon so ein bisschen. Funktionieren. Hier noch. Zack, zack. Dann verkleben hier hinter noch. So, dann haben wir jetzt verschiedene. Eine Halterung. So. Das wirkt schon sehr gut, aber müssen wir ein bisschen trocknen. Hier noch ein bisschen hinter. Schichtaufbau. So, oh, da ist ein bisschen viel. Egal. So, der Halter ist dran. Dann lassen wir jetzt trocknen. Und ja. Kümmern wir uns jetzt um die Stoßstange. Ist eigentlich dasselbe. Wir kleben das eben zusammen, dann müssen wir uns das nicht angucken. Stoßstange kleben wir zusammen. Und dann fange ich schon mal an. Stoßstange, mache ich Halterung jetzt schön fertig. Dass er der hält. Wer das dann auch trocknet und das so trocknet. Poliere ich schon mal den Scheinwerfer, dann poliere ich den Scheinwerfer, dann baue ich den ein und Stoßstange dran, dann sind wir durch.
Wir sehen uns wieder, wenn alles fertig ist und wir zusammenbauen. Ich hab's geschmolzen. Jetzt hängt das schon eigentlich relativ gut zusammen. Hab jetzt den Primer aufgetragen. Und versuch nochmal, weil jetzt ist ja Plastik, ist ja keine, ne? Kein bescheuertes. Oh, der Primer macht den Kunststoff wieder weich. Naja, keine Lackierung mehr. Ich versuche nochmal mit der Schweißnaht da so einen dicken Knubbel drüber zu jagen. Das soll es aber auch halten. Die hält ja eigentlich nicht so viel. Ja, auf lackierten Oberflächen sollte ja klar sein. Hier ist jetzt zusammen. Das auch noch trocknen. Jetzt das Scheinwerfer polieren. Wir sehen uns mal zusammen bei uns, aber wirklich wieder. So Leute, ich bin auch nicht vor einem Fehl bewahrt. Was an einem Auto funktioniert, muss am anderen nicht funktionieren, habe ich jetzt wohl gemerkt. Bei Sigi hat das Polieren ja wunderbar funktioniert, da habt ihr ja auch Bilder gesehen, aber hier irgendwie das Plastik reagiert voll komisch. Ich habe hier erst gar nicht angefangen, das ist noch so wie er ist, noch ein bisschen stumpf. Mit dem habe ich versucht aufzupolieren. Wie ihr sehen könnt, der ist richtig stumpf geworden. Also, wie in der Anleitung, wie bei Sigi mit den Schleifpapierstufen. Was war das? Ich habe 900.000, dann 1.300. 2000, 3000 und dann die Polierding hier mit Poliermaschine drüber gejagt. Ich bin am Ende nochmal mit dem Ultimate Coupon drüber gegangen, aber da kriegen wir nichts hin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die mehr kaputt gemacht als die vorher war. Keine Ahnung, totaler Fehl. Naja, die waren ja ziemlich stumpf, oder sie waren ja stumpf, der nicht so, der fängt da ein bisschen an, man sieht hier so einen Schleier. Er hält, das ist der einzige Positive, aber ich werde empfehlen, zumindest wenn, ein Scheinwerfer neu zu holen. Der muss ja jetzt neu, der ist ja total anus. Oder vielleicht beide direkt neu zu holen, bin nicht so viel kosten. Dann noch die Dichtung für das Ölfiltergehäuse. Ja, und das war's. Dann kriegt der TÜV. Ja, schade, hätte er funktionieren können. Stoßstange ist auch, ne, hält, denke ich mal. Ich popel die jetzt dran. Und dann können wir mal gucken, ob sie hält. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich, dass das nicht so hingehauen hat, weil der Scheinwerfer sieht jetzt schlimmer aus als vorher. Richtig übel. Naja, muss ich direkt morgen bestellen. Da ist er im Laufe der Woche da. Scheiße, ey. Aber ihr seht, bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Keine Ahnung, ich habe HLC Media nachgemacht, das ist ein Christian. Der hat bei seinem Golf 5 auch versucht, die zu polieren mit so einem Set. Da ging auch voll eine Hose, total stumpf sonst was. Ich weiß nicht, ob da an der Beschichtung liegt, die drauf ist, oder an dem Kunststoff, aber irgendwie scheint das mit diesem Schleifzeug richtig kacke zu reagieren, weil ich konnte schleifen, es geht nicht mehr. Da war immer so, ob eine Beschichtung drauf wäre. Ich habe bestimmt 2 Stunden jetzt da an den Einscheinwerfer gesessen, da der eigenermaßen ist. Und nein, da sind keine Relationen dazu, was die kosten. Muss ja kein Bosch sein oder heller Original, da reicht da auch ein Aftermarket, ein guter für die Scheinwerfer. Ist ja kein Zehner. Ja, ich würde mal sagen, ging voll in die Hose. Ich schmeiß die Scheiße erstmal weg, weil sind eh nur noch Reste. Ja, der McQuire Set möchte ich gerne ausprobieren an Sigi. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was er macht. Mal gucken. Vielleicht machen wir es doch. Ja, ist doof gelaufen. Stoßstange dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Stoßstange ist dran. Steht auch nicht mehr ab. Ne? Das hat funktioniert, aber scheinbar einfach. Ne? Sieht man den Unterschied. Naja, kommen neue und gutes. Anders geht's nicht. Da hat wohl nicht funktioniert. Bis zum nächsten Video. Wir werden wohl keinen Scheinwerfer mehr aufpolieren. Das geht immer so ein bisschen hoch. Da ist schon wieder ein cooles Monster im Hintergrund. Was? Geht gleich unseren Weg dran mit TÜV. Wird wahrscheinlich auch das nächste Video sein. Oder übernächste. Mal gucken.